Hallo, hier ist die Doro und das hier soll mein allererstes Video sein. Erstmal ein bisschen zu mir. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin ausgebildete Illustratorin und bin gerade dabei, mein Masterstudium in Biologie zu machen. Und das Wichtigste, ich hatte von Geburt an Neurodermitis. Mal mehr oder weniger schlimm, aber meistens sehr schlimme Phasen, würde ich sagen, verbunden mit vielen Allergien. Und ich war ja bis auf eine Ausnahme noch nie in meinem Leben symptomfrei. Das heißt, ich habe 28 Jahre lang an Neurodermitis gelitten und davon habe ich etwa 21 Jahre lang Cortison verschrieben bekommen. Ich bin von Arzt zu Arzt geschickt worden und keiner konnte mir helfen. Es wurde mir immer nur gesagt, ich solle damit leben und ich kann den und den Beruf nicht ausüben. Und das war wirklich alles. Cremes und ja, leben Sie damit. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt reicht's. Das kann nicht alles sein. Und ich glaube das nicht. Und ich denke, dass alles irgendwie auf Aktion und Reaktion beruht. Und dass ich selbst für meine Gesundheit verantwortlich bin. Und dass ich es selbst in die Hand nehmen kann. Ich habe, sagen wir mal, ja, über Jahre wirklich viel ausprobiert und auch teilweise den letzten Mist gemacht und bin wirklich in Sackgassen geraten und zwischenzeitlich wurde es auch, also einmal wurde es völlig gut, dann wurde es mal so richtig schlimm, dass ich wirklich dachte, das wird nie mehr gut und meine Meerschweinchen haben Hunger, weil ich sie gerade gefüttert habe. Ich möchte gerne mitreden. Ja. Meine Tierallergien sind zum Glück weg, aber dazu ein andermal mehr. Ja, letztendlich habe ich es gefunden über wirklich intensive Recherchen. Also es war wirklich ein eigenes Studium für sich. Viel Versuch und Irrtum und harte Arbeit, aber der unerschöpfliche Glaube daran, dass es möglich ist. Und einfach ein unbeugsamer Wille und ein bisschen Dickköpfigkeit. Und ja, letzten Endes habe ich einfach einen riesen Spaß daran gefunden. Und ich bin einfach fasziniert über das, was ich entdeckt habe. Also es ist der Wahnsinn, zu was unser Körper in der Lage ist und was möglich ist und was wir nicht gesagt bekommen. Und ja, was wir mit einfachen Mitteln wie einer Ernährungsumstellung, ein bisschen Lebensstilumstellung erreichen können. Wir haben es selbst in der Hand. Und aus diesem Grund, weil ich das einfach nicht für mich behalten kann, weil ich weiß, dass es da draußen viele, viele Leute gibt, die auch so leiden wie ich, vielleicht sogar noch schlimmer. Deswegen fühle ich mich einfach dafür verantwortlich, das, was ich erfahren habe, weiterzugeben und nicht für mich zu behalten. Und aus diesem Grund habe ich einen Blog gestartet und werde nach und nach Artikel schreiben über, ja, ich werde neueste Erkenntnisse aus der Forschung, aus der Medizin übersetzen. Und auch viele Erste-Hilfe-Tipps und Lebenstipps für den Alltag geben, Ernährungsrezepte und ja, einfach meine Erfahrungen teilen. Und ich möchte auch die Erfahrungen von anderen sammeln, weil Neurodermitis ist nicht gleich Neurodermitis. Also es gibt da verschiedene Gründe für und ja, es wird eigentlich alles, wird halt nur als Neurodermitis bezeichnet und alles in diesen Topf geschmissen, aber in Wirklichkeit kann es verschiedene Gründe für Neurodermitis geben und ich möchte einfach, ich will nicht sagen, dass ich die absolute ultimative Lösung gefunden habe, aber ich möchte einfach diese Informationen zusammentragen und einfach jedem selbst so das Handwerkszeug in die Hand geben, um sein Schicksal, seine Gesundheit, sein Aussehen und sein Wohlbefinden sich dann ja einfach selbst in die Hand zu nehmen und diesen Weg zu beschreiten, den ich beschritten habe und euch dabei einfach unterstützen. Das hier soll ja mein erstes Video sein. Ich werde in Zukunft Buchvorstellungen machen. Ich überlege, ob ich Betroffene interviewe und ja, einfach mal gucken, was sich so ergibt. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal sehr, dass du mich gefunden hast und ich hoffe, dass du meine Seite besuchst. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den du hinterlässt und dass du einfach auch deine Erfahrungen mit mir teilst. Und ich hoffe wirklich, dass ich dir einfach einen Anstoß geben kann, dein Leben zu ändern, denn du musst das so nicht aushalten. Du musst diese Schmerzen und diese Demütigung, diese Einschränkung einfach nicht mehr aushalten. Du kannst das in die Hand nehmen und
ja, da einfach rauskommen und zu dem Leben gelangen, das für dich, das, ja, für dich bestimmt ist, für das jeder ein Recht hat. So, ja, so viel erstmal zu mir und zu dem, was ich vorhabe, und ja, dann hoffentlich bis bald wieder.